Ja, und damit wieder herzlich willkommen bei Euclid's Gaming TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar geht es heute weiter mit Robocraft. Da ist ja jetzt ein paar Tage nichts Neues erschienen auf meinem Kanal. Und zwar aus dem Grund, dass ich mehr oder weniger hier am Geldfarmen bin. Ihr seht, ich habe gerade 4,3 Millionen RP auf dem Konto. Unsere Killerdrohne haben wir ein bisschen bearbeitet, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier vorne drei Lichter dran, wir haben noch ein paar Spikes mehr dran gemacht, wir haben zwei große Turbinen nochmal weggemacht. So, das heißt, jetzt ist die Drohne in meinen Augen einfach perfekt. Also man gewinnt oft, man verliert oft, wie man es halt in Robocraft kennt. Das kann man halt eh nicht so vorhersagen, dass man jetzt sagen kann, ey, ich habe jetzt hier ein Teil gebaut, was wirklich jede Runde gewinnt, was unzerstörbar ist. Das geht sowieso nicht. Jedenfalls werde ich diese Drohne auch spätestens in 4 Tagen in die Community hochladen. Das heißt, jeder von euch kann sich dieses Gefährt genauso wie es hier steht dann auch kaufen und das genauso spielen. Wird mich ungefähr 3,8 Millionen kosten, aber ich brauche das Geld erst für eine andere Sache und zwar für meinen Megabot, den ich mir hier nach und nach zusammenbaue, der halt auch viel Geld frisst. Den kann ich euch ja mal gerade zeigen, den kennen bestimmt einige von euch. Hinten schön mit Deutschlandfarbe, Deutschlandfahne drauf lackiert. Ja, hier unten habe ich ein bisschen getuned, habe ich einen Beinschutz dran gemacht noch, was so nicht dran war. Ich habe noch ein paar Spikes dran gemacht, was noch ein bisschen mehr Verteidigung bietet auf jeden Fall. Dann haben wir unseren Megabot hier halt komplett von der Farbe her modelliert und zwar ein bisschen böser in einem schwarz-rot, finde ich, sieht echt geil aus. Hier oben noch ein paar Spikes drauf gemacht und ja, alles schön lackiert. Hat auch echt ein paar Minuten gedauert bei dem Riesenkoloss, muss ich sagen. Ausgerüstet haben wir ihn bis jetzt mit 4 Mega-Plasma-Werfer, das heißt knapp 55 Millionen RP. Zwei Waffen fehlen aber noch, weil wir haben vier, wir brauchen sechs. Die anderen beiden Waffen packen wir hier eine hin auf die Schulter und da eine auf die Schulter. Und dann ist der Megabot fertig. Dann werde ich ihn euch auch mal präsentieren, aber ich denke mal, jetzt mit vier Waffen macht das jetzt nicht so einen Sinn. Weil wenn, dann wollen wir natürlich auch die ganze Power ausnutzen. Und ja. Das ist so das Projekt, wo ich die ganze Zeit dran arbeite, mehr oder weniger, wo ich die ganze Zeit noch für spare. 4,3 Millionen haben wir, bei 11,2 Millionen können wir uns die fünfte Waffe kaufen und sobald der Bot fertig ist, werde ich davon auch ein schönes Gameplay hochladen, weil es einfach schon Spaß macht, mit so einem Riesending zu spielen hier. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall wechseln wir mal wieder zu unserer Drohne. Ihr seht auch schon alleine das Roboter-Ranking ist einfach mal ein mega krasser Unterschied. Ich meine Level 100 Drohne hat 25K-Ranking und unser Megabot hat 474K. Also das ist ein riesen krasser Unterschied einfach. Jedenfalls, wie ihr auch bestimmt merkt oder sehen könnt, habe ich mir für eine Woche Premium geholt. Das läuft jetzt noch für 3 Tage, 2 Stunden, 29 Minuten. Hat mich gekostet, ich glaube, ja genau, 1,95 € hatte ich in Steam. Und für die 1,95 € habe ich halt so viel Galaxy Cash bekommen, dass ich mir eine Woche Premium holen konnte und noch 300 oder 400 Galaxy Cash halt übrig hatte für so ein paar kleine Lichter hier vorne dran oder so. Viel mehr ging da sowieso nicht. Und ja, diese Farm, die man sich hier kaufen kann. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, hier unter Kosmetik, die kosten halt ein bisschen mehr und da wollte ich jetzt nicht so viel für ausgeben, ehrlich gesagt. Das ist dann egal, ob da eine Deutschlandflagge dran ist oder nicht, das ist für mich nicht so wichtig. Was ich ganz geil finden würde bei einem fliegenden Bot, wären hier diese Antriebe, weil die sehen relativ geil aus, muss ich sagen. Oder die Masken sehen auch geil aus, aber ansonsten so die Fahnen finde ich jetzt eher unwichtig. Und ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal ein paar Runden. Ob wir gewinnen oder verlieren, das ist egal. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht den ganzen Tag lang spielen und nur die besten Szenen rausschneiden, um dazustehen wie der beste Spieler oder sowas. Ich werde einfach mal ein paar Runden zocken hier. Ihr seht auf jeden Fall, wir haben hier das große Radar-Ding. Das heißt, wir können die Gegner schön aufdecken, sobald wir einen gesehen haben. Wir können uns auf jeden Fall.
gut bewegen, sehr schnell durch unsere Heliumsteine links und rechts. Die Waffen haben sehr gute Schusspositionen. In allen Winkeln schießen alle Waffen sozusagen. Schnelligkeit haben wir halt auch genug wegen den ganzen Triebwerken. Dann ist das aber eigentlich auf der Basis einer Drohne wegen den ganzen Hovercraft-Antrieben hier, die da drinnen sind. Das sind ungefähr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Stück sind das. Plus nochmal 10 Antriebe ungefähr und so. Das ist schon ganz geil. Ich meine auch, das ist jetzt Level 100. 1515 von 1515 CPU, wie ihr hier oben links sehen könnt. Das heißt, wir haben diesen Roboter auf jeden Fall auf dem Maximum. Mehr geht einfach nicht. Man könnte jetzt vielleicht noch sagen, okay, ich mache das Radar weg, das ist unwichtig. Dafür benutze ich noch ein paar Steine zur Verteidigung mehr, die man dann hier unten dran machen könnte oder so. Aber ich finde, so wie es jetzt hier ist, ist es in meinen Augen perfekt. Das ist auf jeden Fall ein Unikat. Sowas in der Art gibt es einfach nicht zu kaufen. Man kann sich meinetwegen auch gerne nachbauen, das ist mir egal, feststeht. Das habe ich seit dem ersten Tag in Robocraft angefangen zu bauen. Ich weiß noch, dass das eigentlich in meinen Augen so eine Art Skorpion sein sollte, was ich aber mehr oder weniger verkackt habe. Dann dachte ich mir, komm, machst du einfach mal so eine richtig schöne Drohne. Und da, wo ich drauf schieße, wächst auch eigentlich kein Gras mehr. So, genug gelabert. Wir gehen einfach mal ein bisschen Team Deathmatch spielen. So zwei, drei Runden einfach mal. Dann könnt ihr mal schauen, wie sich das ganze Gefährt so bewegt. Schnelligkeit, Wendung, Schießverhalten, dies, das. Ich versuche natürlich mein Bestes zu geben, nicht sofort drauf zu gehen. Wir spielen in der Battle Class 9 bis 11. Unser Team hat ein bisschen mehr Premium-User wie das gegnerische, aber das ist sowieso egal, mehr oder weniger. Es gibt auch Premium-User, das sind halt die totalen Noobs, so, ne? Die haben einfach nur ein Schloss, ohne Räder, ohne überhaupt irgendwas. Wenn die Runde startet, steht da einfach nur ein Schloss und das war's. Einfach nur so, just for fun halt, ne? Da sieht man ja die verrücktesten Sachen. The battle for Ophiuchus Valley has begun. Und in dieser Runde werde ich jetzt auch so, in dieser Runde werde ich jetzt einmal nicht reden, genießt einfach mal ein bisschen das Gameplay. Und ihr seht, wie schnell ich bin, schön wendig. Okay, da haben wir schon ein paar Gegner. Enemy spotted. Ich würde sagen, wir riskieren es einfach mal. Enemy spotted. Enemy spotted. Ja, die erste Runde war jetzt gerade nicht so schön und das kann ich euch auch ganz genau erzählen, woran das jetzt gelegen hat. Für die, die sich jetzt denken, oh mein Gott, er hat richtig reingeschissen. Okay, ich muss auch sagen, das Team, was wir hatten, war auch einfach total low. Wir hatten nicht mal einen Megabot dabei. Also da war ich wohl eher hier der Level 100 Megabot wahrscheinlich, wie auch immer. Das Ding ist einfach, dass die Musik und das Gameplay gerade, die Sounds auf einmal im Game so ultra laut waren. Das hat richtig geflasht und guck mal, ihr seht ja, dass das alles schon sozusagen relativ weit unten ist. Ja, auf jeden Fall krasse Aktion. Wir starten auf jeden Fall direkt noch eine Runde. Ich weiß zwar immer noch nicht, wieso ich mit meinem Aufnahmeprogramm nur im Mittelgeschwindigkeit, also im Fenstermodus aufnehmen kann. Warum nicht mit DirectX GL Open? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das weiß ich nicht. Ob es jetzt an Robocraft liegt oder am Aufnahmeprogramm, das weiß ich allerdings nicht. Ich kann nur sagen, dass bei jedem anderen Spiel ich komplett vernünftig aufnehmen kann und ich dann nicht den Fenstermodus benutzen muss. So, 50% Runde, viele Premium-User, jetzt muss ich mich anstrengen.
Dann gibt's auch ordentliche Geldbelohnung. Ich habe einfach mal den Sound an meinem Headset jetzt ein bisschen runtergeschraubt, das passt, denke ich mal. The battle for Spitzer Dam has begun. Schon wieder so, naja, kein Megabot im Team. Wenn ich mir die ganzen Fahrzeuge hier schon wieder angucke, außer die Spinne und der Helikopter, sind das doch schon wieder total komische Gebilde. Er kassiert. Ja, egal, wir haben auf jeden Fall ein paar Schüsse verteilt. Oh, jetzt, was machst du denn da? Block mich doch nicht. So, wir haben wieder volle Energie. Boom, Ivory. Ja, genau. Boah, die hole ich mir da jetzt erstmal weg, ja. Leute, das darf doch nicht wahr sein. Ey, sobald man den Aufnahme-Button drückt, das ist bei mir wirklich so der Fall. Sobald ich diesen Aufnahme-Button drücke, ist alles einfach scheiße, ganz ehrlich. Kann man, guck mal, 103.000, das ist doch gar nichts. So, sorry, ne, aber diese 4,3 Millionen, die ich auf meinem Konto hatte, ne, die habe ich nach 4 Runden gemacht, Alter. Nach 4 Runden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, also jetzt kann ich das auch mal ansprechen, so das Negative an Robocraft meiner Meinung nach ist einfach dieses Matchverhalten. So, ich meine, wie kann das denn immer sein, dass ich von 10 Runden, 8 Runden nur Noobs im Team habe? So, ich meine, ich war jetzt auch gerade nicht der Bessere oder so, das will ich gar nicht sagen. Nur das Ding ist, A, die Fahrzeuge, die die meistens dabei haben, sind alles scheiße. Klein, haben keinen Schutz, meistens nur 3, 4 Waffen und ja. Wieso haben die Gegner einen Megabot und wir nicht zum Beispiel? Da kann man doch direkt sagen, dass wir eigentlich verlieren werden. So, das ist einfach Tatsache. Weil wie will man mit einem normalen Noob-Team gegen ein gutes Team ankommen, die noch einen Megabot haben? So, sorry, das verstehe ich einfach nicht. Aber egal, wir werden einfach nochmal eine Runde spielen. Es geht ja hier auch, wie gesagt, einfach nur um den Bot, den ich hier gebaut habe. Ein paar Runden zocken. Und wie gesagt, also ansonsten läuft es damit eigentlich immer gut, aber sobald man halt in einem scheiß Team ist, hat man halt verkackt. So, man kann ja auch nicht alleine 10 Leute platt machen. So, jetzt haben wir wenigstens mal einen Megabot dabei. Jetzt nicht der größte, aber wenigstens etwas. Immer schön Platz machen. Oh, 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 sorry. Nicht unbedingt blocken oder so. Okay, wo geht er lang? Also passt auf, wenn die jetzt in die Mitte gehen. Ja, Enterprise, genau. Wenn die in die Mitte gehen, dann. Enemy spotted. Oh, hat da jemand einen Plasmawerfer gegessen? Sorry. Enemy spotted. Ich halte hier rechts einfach nur ein bisschen die Stellung. Enemy spotted. Das sind sowieso immer die Besten. Stehen sie da oben immer mit ihrem komischen Raumschiff und sind die ganze Zeit mit ihren scheiß Raketen da am Campen.
Ich hätte mir die ja schon längst kaufen können, ne? Aber ganz ehrlich, das ist mir zu low. Weil das hat meiner Meinung nach überhaupt gar nichts mehr mit Spielen zu tun. Hier, mit dem Plasmawerfer muss man wenigstens noch ein bisschen abschätzen oder mit den MGs. Ist auch noch ein bisschen Gameplay, sag ich mal. Aber ist halt langweilig, ne? Einfach nur auf einem Fleck zu stehen und dann da seine Raketen abzuschießen oder so. Mag zwar für die einen ganz sinnvoll sein, um ein paar Punkte sich zu holen oder sowas, aber... Warum treffe ich denn nicht? Ja. Jedenfalls haben wir wieder eine Runde verloren. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. Damit ich hier weiter vorankomme, werde ich jetzt einfach mal die Aufnahme auch beenden. Denn wie gesagt, sobald ich aufnehme, läuft das bei mir halt einfach überhaupt gar nicht. Außer bei Spielen mit Kampagne, da ist alles cool. Aber Online-Sachen, egal was, sobald ich aufnehme, ist das halt mies. Jedenfalls, ihr habt gesehen, wie das hier funktioniert. Ich bin auf jeden Fall einer der schnellsten hiermit. Außer vielleicht Flugzeuge oder Helikopter, aber selbst da ist man manchmal schneller. Man hält auch relativ viel aus, nur ist es jetzt noch relativ früh am Morgen. Wir hatten nicht das gute Team und ja, lief halt nicht so besonders gut jetzt. Ich würde sagen, wir organisieren noch die restlichen 21 Millionen brauchen wir noch, genau. 21 Millionen, dann mache ich den Megabot fertig und dann sehen wir uns da auf jeden Fall wieder. Spätestens da. Und dann werden auf jeden Fall ein paar Roboter richtig hart misshandelt, muss ich sagen. Denn ich habe schon mit dem Megabot gespielt, auch mit 2 Waffen, 3 Waffen, 4 Waffen und ich habe mit dem noch keine Runde verloren. Im Gegenteil, ich habe jede Runde gewonnen und immer richtig gutes Geld abgesahnt. Deswegen, ich bin auch froh, wenn ich mit dem Ding hier durch bin, weil dann kann ich halt die ganze Zeit Megaboss spielen. Macht halt mehr Spaß, komme ich besser mit klar, finde ich. Dieses Level 100 ist nicht mehr ganz so spannend, finde ich. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch der Mech hier, der Roboter, gefallen hat, wie gesagt, in spätestens 4 Tagen werdet ihr ihn auch in dem Shop finden. Mit dem Shop meine ich hier oben. Wenn ihr auf das Grüne draufklickt, die Robot Factory, könnt ihr euch ja hier die ganzen Sachen holen, die hier irgendwelche Leute hochgeladen haben. Vor allem, ey, wie lustig die Leute einfach sind, ne? Stellen die hier ein Schiff rein. Ich habe mich manchmal schon so kaputt gelacht, was die hier wirklich reinbauen, ne? Autos, nachgebaut, Ferrari und sowas alles. Oder hier zum Beispiel, wenn ihr hier oben eingibt, kleiner Geheimtipp von mir, einfach nur Goku eingeben. Ja, okay, schade, den gibt's schon nicht mehr. Schade. Da hättet ihr Son Goku nehmen können auf so einer Wolke. Richtig, richtig geil. Den hätte ich euch jetzt schon empfohlen. Alleine wegen dem Aussehen. Richtig, richtig cool. Ja, und zudem wollte ich noch sagen, sobald unser Megabot fertig ist, dann haben wir ja sozusagen alles erreicht, sind Maximum Level, haben die krassesten Waffen, haben den krassesten Roboter, dies, das, und dann haben wir ja ganz viel Geld immer über, weil alles, was wir halt einnehmen, wissen wir gar nicht, wohin damit. Dann werde ich mir überlegen, dass ich einfach jeden Tag oder alle 2 Tage einen Roboter aus der Roboter Factory einfach hochlade und zeige. Ist halt nicht mein eigener, aber ich präsentiere es einfach mal, was die anderen so gemacht haben. Und ich kann euch schon sagen, da werden auf jeden Fall ein paar lustige Sachen kommen. Also bis dahin.